Ich soll schlicht sein und nicht zu viel Aufsehen erregen. Das heißt, keine politische Einordnung, sondern nur zum Gedenken an die Opfer des Bombenanschlags vom 26. September 1980. 2008 wurden die Namen der Opfer endlich in mich eingraviert. Es vergingen Jahre und unzählige Wiesengänger haben sich an mir erleichtert, mich angespuckt und komplett ignoriert. Ist alles heute noch so? Einmal hat mich sogar ein Lastwagenfahrer angefahren, weil ich in seinem Rückspiegel zu klein war. Ich hätte ihn ja gewarnt, wenn ich könnte. Weglaufen konnte ich ja auch nicht, weil ich ja sonst meine Arbeit nicht machen würde. Und dann habe ich erfahren, dass die Hinterbliebenen nicht zufrieden mit mir sind. Ja, verständlich, wie ich da so auch stehe, in Urin und Spucke. Es ist ein generelles Problem der Rezeption, wenn man mich nicht verstehen kann. Gabriele Deutsch, Robert Meinwieser, Axel Hirsch, Markus Hölzel, Paul Lux, Franz Schiele, Ignaz Platzer, Ilona Platzer, Angela Schüttrigkeit, Aaron Hodge, Ernst Westner, Beate Werner. Auf der einen Seite die Blasmusik, auf der anderen Seite dieser Knall, dieser Feuerschein, dieser Geruch von Feuerwerksraketen. Die Stille, nachdem das Ganze explodiert ist, und dann die Schreie. Als erstes hat man die Druckwelle gespürt und gleichzeitig diesen Feuerstoß. Der Gedanke, hoch, meine Haare brennen. Und im Fliegen noch, das werden sie wieder den Linken in die Schuhe schieben. 12 Tote und 144 Verletzte. Das ist die schreckliche Bilanz des Bombenanschlags auf das Oktoberfest in der vergangenen Nacht. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Es ist der 26. September 1980, Viertel nach 10 am Abend. Viele Oktoberfestbesucher drängen zum Ausgang der Festwiese, als in einem Papierkorb eine Bombe explodiert. 13 Menschen sterben, mehr als 200 werden verletzt. Heute, 40 Jahre nach dem Attentat, begebe ich mich auf Spurensuche. Als erstes spreche ich mit Hans Rohauer. Er war damals unter den Verletzten. Ich treffe ihn heute in der Nähe des damaligen Tatorts auf der Theresienwiese. Wie ist es, wieder hier zu sein? Aufregend. Schon leicht zittrig. Mhm. Ja, muss mich jetzt schon konzentrieren. Weil das ist jetzt doch vom letzten Jahr jetzt her gesehen das erste Mal wieder auf diesem Platz und vor allen Dingen vom Platz wegzulaufen auf das Denkmal. Mhm. Und das, ja, doch kommen schon Gefühle jetzt hoch. Total aufgeregt, angespannt. Und Augen zittern, sage ich da immer dazu, richtig nervös. Mhm. Was geht dir durch den Kopf? Der Abend, die paar Minuten oder diese Zeitspanne, wo das Ganze passiert ist. Das läuft wirklich wie ein Film im Hintergrund ab. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt von so nah sehe. Bei den Veranstaltungen warst du immer ein bisschen abseits. Diese eine Veranstaltung, die ich da mitgemacht habe, eben wie gesagt, letztes Jahr war es ja eigentlich die erste. Da bin ich hier also gar nicht hergekommen. Ich habe mir immer gedacht, die ganzen Namen stehen auf einer Seite. Aber hier stehen auch aufgeteilt, die Namen, ja? Ja. Hans wohnt damals in der Nähe von Ingolstadt. Zur Arbeit pendelt er nach München. Am 26. September trifft er sich nach Feierabend mit Bekannten auf der Wiesen. Sie müssen den letzten Zug nach Hause erwischen. Deshalb machen sie sich kurz nach 10 auf den Heimweg. Dann explodiert die Bombe.
Auf diesem Papierkorb, der an einem Verkehrszeichen befestigt ist, war die Bombe gelegen. Um 10.21 Uhr abends strömten Tausende durch das Haupteingangstor der Wiesen auf dem Weg nach Hause. Hunderte von Menschen befanden sich an diesem Punkt, als der Sprengkörper explodierte. Nachdem, dass die Bombe hochgegangen ist, war eigentlich, so habe ich das zumindest empfunden, wirklich Schweigen im Walde, gar nichts gehört. Und wo ich mich dann aufgerappelt habe, irgendwas lag auf mir. Was das war oder wer das war, das weiß ich nicht. War da schon noch auf der einen Seite zum Teil die Blasmusik, auf der anderen Seite kamen aber schon rein von der Sirene her gesehen oder gehört eben die ersten Sankas. Und denke, dass das bei jedem Menschen gleich ist, wenn sowas passiert, dass man einfach flüchten will. Und das habe ich auch getan. Ich habe mich dann halt aufgerabbelt, bin dann wieder zusammengebrochen, weil ich gemerkt habe, dass ich keinen Stand mehr hatte auf dem Fuß. Und bin dann humpelnderweise eben rüber in die Bedürfnisanstalt, die es damals ja noch war, wollte da Hilfe, um Hilfe bitten. Und da hat es dann geheißen, nee, Sie können da nichts machen. Ich soll wieder über den Platz gehen und die ersten Sanker sind schon da. Das habe ich dann auch gemacht, haben wir da einen Sanitäter eben organisiert. Und der hat dann gesagt, ich soll in den Wagen gehen und soll mich da hinsetzen. Und dann muss ich dann das erste Mal, finde ich jetzt gerade sein, das erste Mal ohnmächtig geworden sein. Hans wird noch in derselben Nacht operiert. Die Diagnose, eine schwere Trümmerverletzung am Vorfuß. Er verbringt 3 Monate im Krankenhaus. Danach muss er in der Reha mühsam das Laufen wieder lernen. Wie sehr verändert so ein Ereignis das Leben von einem jungen Mann? Also bei mir war es radikal. Also nachdem dass der Krankenhausaufenthalt vorbei war, die Reha vorbei war, habe ich dann eine neue Stelle angetreten in Manching, meinem Wohnort, meinen damaligen, weil ich gesagt habe, ich fahre nicht mehr nach München. Für mich war München Cut, das war, also da bringt mich keine 10 Pferde mehr hin. Man funktioniert dann halt im Laufe der Zeit, freilich die ersten 2, 3 Jahre ist man ja immer wieder konfrontiert worden durch die Presse und durch eben Geschehnisse, die dann bekannt geworden sind. Aber im Grunde genommen ist es bei mir und auch bei meiner Familie alles unter den Teppich gekehrt worden. Das war ein Ereignis, das war einschneidend für die gesamte Familie. Aber es nützt ja auch nichts, wenn man tagtäglich darüber redet, weil man kann ja daran nichts mehr ändern. Wenn hinter mir jemand war und hat es so gemacht, das war für mich tot. Mhm. Es war ein Schrecken, eine Angst und in dem Augenblick war sofort eben wieder diese Zündung von der Bombe da, also dieser Feuerschein, dieser Geruch, dieser Lärm, diese Stille, das Geschrei, nachdem man sich selber wieder aufgerappelt hat, das ist eben wirklich eine ganz kurze Sequenz eben. Bis vor 7 Jahren war das für mich unmöglich hier zu stehen. Renate Martinez meidet die Theresienwiese noch heute. Sie ist eine Überlebende des Oktoberfest-Attentats. Ich treffe sie weit weg vom Tatort auf dem Münchner Königsplatz. Dieser Ort hat eine besondere Geschichte. Hier kämpfte Renate 1982 für die Aufklärung des Anschlags. Ich habe hier ein paar Fotos dabei. Oh Gott, das bin ja ich. Ja, und hier. Was für Gefühle haben Sie, wenn Sie sich selber so sehen? Ach, als erstes habe ich gedacht, da habe ich noch die kurzen Haare, weil mir sind sie ja beim Attentat verbrannt. Und dann musste ich nach diversen Operationen, Splitterverletzungen am Kopf, wurden sie mir immer wieder abgeschnitten und dann bin ich eine Zeit lang dabei geblieben. Aber ja, jung war man. Wie war die Renate damals drauf? Kämpferisch, auf alle Fälle. Und daran hat sich auch nichts geändert. Was ist das für eine Wiederaufnahme der Ermittlung? Ah ja, das war die Geschichte, ja. Kann ich mich auch noch dunkel erinnern. Aber das ist auch schon sehr, sehr lange her. Wer hat die Bombe auf dem Oktoberfest gelegt? Unter den Toten befindet sich der rechte Student Gundolf Köhler. Ihn identifizieren die Ermittler als Bombenleger. Köhler hat Verbindungen in rechte Kreise. In den Jahren vor dem Anschlag hat er mit der rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann trainiert.
Doch die rechte Gesinnung Köhlers wird während der Ermittlungen immer weiter heruntergespielt. Als das Verfahren im November 1982 eingestellt wird, urteilen die Behörden, der Anschlag sei kein politisches Attentat, sondern das Fazit einer persönlichen Katastrophe und damit das Werk eines Einzeltäters. Renate Martinez kämpft damals für die Wiederaufnahme. Ah ja. Die Toten mahnen Faschisten hinter Gittern für Hoffmann lebenslänglich. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Genau das hätte ich gerne. Als das Attentat passiert, ist Renate Mitte 30. Eine große Veränderung in ihrem Leben steht kurz bevor. Ich wollte nach Sambia auswandern. Ich hatte praktisch schon Container bestellt, theoretisch schon die Tickets in der Hand. Ich hatte meinen Job schon gekündigt und war eigentlich bereit, so in 4-6 Wochen abzureisen. Und dann kam das Attentat dazwischen. Noch immer werden Verletzte von den pausenlos eintreffenden Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gefahren. Die Männer vom Landeskriminalamt beginnen mit der Spurensicherung. Für 12 Menschen, darunter ein Bub und 2 kleine Mädchen, kommt jede Hilfe zu spät. Ich erinnere mich, wie die Bombe explodiert ist, wie die Druckwelle und der Hitzeschwall kam, wie ich ein paar Meter geflogen und gelandet bin. Ich saß dann da. Weil ich hatte einen Splitter in der Lunge, das wusste ich damals nicht, aber ich habe halt keine Luft mehr gekriegt und dann kann man nicht liegen. Die Schwere der Verletzungen, die war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. 5 Monate lang muss Renate im Krankenhaus bleiben. Ja, und dann war natürlich ein Riesenaufmarsch an Politikern, Landräten und weiß Gott was allen. Jeder meinte, er müsste da ein Foto in der Intensivstation machen. Das war ja streng verboten eigentlich, da reinzugehen, aber die waren da, weil es war ja Wahlkampf. Es waren ja 2 Wochen später, waren ja die Wahlen. War das alles Show? Natürlich, natürlich war das Show. Das Oktoberfest-Attentat findet nur 9 Tage vor der Bundestagswahl 1980 statt. Herausforderer des damals amtierenden SPD-Bundeskanzlers Helmut Schmidt ist der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Das war ganz lustig. Auch die Frau Marianne Strauß war da. Und wenn Sie Hilfe brauchen, aber Sie brauchen mich nur anrufen und hier haben Sie meine Karte. Und als ich wieder rauskam, dann war ich ja praktisch obdachlos, denn ich hatte ja keine Wohnung mehr. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, naja, spaßeshalber könntest du da mal anrufen. Sie hat doch so große Töne gespuckt, dass sie da hilft. Und dann wurde mir von ihrem Sekretariat eine Liste von 3 Maklern sinnigerweise aus der Maximilianstraße, das ist genau die Preisklasse, die ich mir leisten kann, wurde mir zugeschickt. Und das war dann die Hilfe, die ich von Frau Strauß bekommen habe. Damit hat sich's gehabt. Und du hast danach nie wieder was von ihr gehört? Natürlich nicht. Ist doch klar. Ich bin auch zu keinem dieser Makler gegangen. Du warst ja vor dem Attentat auch eine ziemlich politische Person. Hast es dir nicht nehmen lassen, deine Stimme zu heben über verschiedene Themen. Wie ist es danach weitergegangen mit deinem Engagement? Nach 6 Monaten war auch das Interesse der Allgemeinheit nicht mehr besonders groß. Und dann durch gemeinsame Bekannte und Freunde habe ich dann die Kontakte bekommen für die Wiederaufnahme der Verfahren und so weiter, für die Ermittlungen, und habe dann da von Anfang an gleich mitgemacht. Warum war es dir so wichtig, dass du von Anfang an gleich mitmachst? Ja, weil ich wollte, dass die Täter gefasst und verurteilt werden. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Du sagst bewusst die Täter? Ja, ganz, weil die Einzeltäter-These, an die habe ich keine Sekunde geglaubt. Das war für mich sonnenklar. Und da glaubt auch keiner von unseren Überlebenden dran.
Was hättest du dir damals gewünscht, als es dann passiert ist, von der Gesellschaft, Politik? Gewünscht hätte ich mir schon, dass also speziell diesen Neonazis und Rechtsradikalen mehr Aufmerksamkeit geschenkt würde, dass es endlich ernst genommen wird, was da passiert, und dass es frühzeitig verhindert wird, dass es zu solchen Terrorakten überhaupt kommen kann. Hans Rohauer hat lange geschwiegen. Erst seit ein paar Jahren spricht er über das, was er erlebt hat. Vor 6 Jahren hast du die Entscheidung getroffen, ich gehe zum Therapeuten, weil ein Therapeut kommt ja nicht zu einem nach Hause. Ja. Woher kam die Motivation oder die Kraft und Energie, dass man sich dafür entscheidet, Hilfe zu suchen, nachdem man so lange enttäuscht wurde? Das kam daher, weil ich ihm wieder einen Antrag gestellt habe und im Internet, wie es halt heutzutage ist, geforscht habe und gegoogelt habe, und dann kamen eben da so Sachen raus wie Bombenanschläge, wie andere behandelt worden sind und so weiter und so fort. Und das war, für mich war das, wenn ich diese Geschichten gelesen habe, Blaupause. Und in diesen ganzen Zusammenhängen kam dann eine Person, wurde da eben benannt, die professionelle Rechtsberatung hat, habe mich vorgestellt, habe gesagt, was Sache ist. Und wir haben uns dann getroffen, ich habe meine Unterlagen mitgenommen. Und in diesem Gespräch hat sie mich dann gefragt, ja, Herr Rohauer, sind Sie denn jemals auf posttraumatische Belastungsstörungen untersucht worden? Und dann habe ich große Augen bekommen und habe gesagt, wenn Sie mir jetzt sagen, was posttraumatische Belastungsstörungen sind, dann kann ich Ihnen darauf eine Antwort geben oder keine geben. Und das hat mir dann eben erklärt, was das war. Und es ist nie von Seiten des Staates, die ja dafür verantwortlich sind, gefragt worden. Nix. Davor bekommt Hans keine Opferentschädigungsrente vom Staat. Dafür sei seine körperliche Behinderung nicht schwer genug, urteilen die Gutachter. Das ändert sich erst mit der neuen Diagnose. Im Nachhinein gesehen, wenn ich diese Anträge früher oder diesen Antrag früher gestellt hätte, und da rede ich halt jetzt von 30 Jahren, ist nun mal so eine lange Zeitspanne, und jetzt nur einmal das Wort Geld in den Mund nehme, was ich da dann vom Staat Entschädigung bekommen hätte, das wäre eine kleine Genugtuung gewesen. Weil mein Leben ist von dem Tag an einfach anders gewesen wie vorher. Bereust du, dass du 20 Jahre geschwiegen hast? Nö, so kann man das nicht sagen. Das war damals mein Leben und es war so. Aus Amen. Weil man konnte die Zeit ja auch nicht mehr zurückdrehen. Deswegen wär's auch nicht anders geworden. Auch nicht anders geworden, absolut nicht. Heute kämpft Hans für die Erinnerung an den rechtsextremen Anschlag. Seine Geschichte hat er auch mit Schauspielern der Münchner Otto-Falkenberg-Schule geteilt, die ein Doku-Theaterstück über das Attentat aufgeführt haben. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Ihr kennt euch ja schon, ne? Wir kennen uns, ja. Wie war die erste Begegnung zwischen euch beiden? Damals vor? 2 Jahren. Zwei Jahren? Ja. Die erste Begegnung fand irgendwo in einer Besprechung statt. Ja. Da wusste ich aber noch nicht, dass er die Stele spielt. Und bei der Premiere ging es mir damals genauso, wie es mir jetzt gerade ging. Da ist man ganz woanders, diesen Text, den er da aufgeführt hat, ist man in einer ganz anderen Welt. Im Hinterkopf spielt sich eben dieses Szenenbild, das damals war, eben 1980 am Abend, spielt sich da, läuft es nochmal ab wie ein Film. Ich war ziemlich, glaube, überwältigt. Dadurch, dass wir ja auch nicht nur dich gesehen haben, wir noch andere Betroffene gesehen, da hatte man halt, also ich hatte das Gefühl, dass man wirklich durch die Erzählung auch hautnah dabei gewesen ist. Weil das so klare Bilder waren, die, als sie das erzählt haben, dass die wirklich, also die haben mich nicht losgelassen. Und das hat mich dann sehr, sehr beschäftigt. Auch die DGB Jugend München kämpft gegen das Vergessen. Schon seit 38 Jahren organisiert sie das Gedenken an das Attentat. Ihr seid ja schon ganz schön weit, ne? Ja, definitiv. Ja, wir sind hier schon
Mit unserem Schriftzug sind wir schon fertig. Was entsteht denn hier? Ein Bodentattoo quasi aus Sprühkreide, auf dem Erinner heißt Kämpfen steht, eben wie es hier auch auf dem T-Shirt ist mit dem Blumenstrauß und das Datum des Anschlags aufs Oktoberfest in 1980. 2014 hat der jahrelange Kampf gegen das Schweigen endlich Erfolg. Auch durch den öffentlichen Druck von Überlebenden, Anwälten, DGB-Jugend und Journalisten wird das Verfahren wieder aufgenommen. Die Ermittler kommen jetzt zu dem Schluss, Köhler war ein Rechtsextremist. Mit dem Attentat wollte er die Bundestagswahl 1980 beeinflussen. Die Ermittlungen wurden jetzt eingestellt. Was bedeutet das? Also das heißt zum einen, dass wir jetzt endlich die Gewissheit haben und die Sicherheit haben, dass es eben rechter Terror war, dass es ein rechtsextremer Anschlag war, dass dieser Attentäter ein Neonazi war. Auf der anderen Seite heißt es natürlich, dass eben MittäterInnen immer noch nicht aufgedeckt wurden. Und das wird auch nicht mehr passieren, eben weil Beweise fehlen, Beweise vernichtet wurden, wie es ja schon so oft passiert ist, wenn es um rechten Terror geht in Deutschland. Aber warum ist es so, dass wir in Deutschland ein Problem haben, wenn es genau um rechtsextreme Aktionen oder Terroranschläge oder was auch immer sind? Ich glaube ganz oft, dass dieses Bild, das man erhalten möchte, mit 1945, mit der Entnazifizierung Deutschlands, gibt es natürlich auch keine Nazis mehr. Dem ist natürlich nicht so. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen Scham, es ist immer so ein bisschen Peinlichkeit. Da wird ganz viel klein geredet, da wird ganz viel nicht gesehen, da will auch ganz viel nicht gesehen werden. Was kann man genau dagegen tun? Immer wieder den Spiegel vorhalten, immer wieder zeigen, wir sind hier, wir kämpfen, wir erinnern uns, wir sind da, wir wissen, was passiert ist. Wir wissen, dass rechter Terror gefährlich ist, wir wissen, dass rechter Terror nicht einfach aus ich stehe morgens auf und ich bringe heute mal ein paar Menschen um entsteht, sondern dass das eine jahrelange Organisation in rechten Netzwerken bedeutet und dass wir einfach nicht müde werden in diesem Kampf und nicht müde werden, in dem jedes Jahr wieder aufzustehen, jedes Jahr wieder zu sagen, wir sind wieder hier, wir wissen immer noch, es war rechter Terror, wir erinnern uns immer noch daran. Warum hat es so lange gedauert, bis Politiker und Behörden die rechtsextreme Gesinnung des Täters anerkannten? Weiß man, wer die treibende Kraft damals war, die Sache zu vertuschen? Ja, unter anderem der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß, der eben zu der Zeit im Wahlkampf war, der hat zum Kanzler kandidiert zu der Zeit und dem war es dann natürlich wichtig, dass er da auf gar keinen Fall irgendwie gejudged wird dafür. Dann wurde gesagt, ja, die Wehrsportgruppe Hoffmann ist ja gar nicht so schlimm, ist doch alles in Ordnung, das sind doch nur irgendwie ein paar Jungs, die Sport machen und weiß ich nicht, dass das aber eine paramilitärische Neonazi-Organisation ist, wollte man zu dem Zeitpunkt einfach nicht sehen. Ja, und da hat einfach auch die bayerische Staatsregierung sehr viel falsch gemacht, weswegen ich mir gut vorstellen kann, dass das auch der Grund ist, warum dieses Jahr sich Ministerpräsident Söder angekündigt hat. Und warum engagierst du dich? Ich will in einer Welt leben, in der wir frei sein können. Und ich will in keiner Welt leben, in der Neonazis die Möglichkeit haben oder rechte Menschen die Möglichkeit haben, anderen das Leben zu nehmen, ohne dafür wirklich belangt zu werden. Das Oktoberfest-Attentat war ein Anschlag gegen uns alle. Heute erinnern sich nur noch wenige daran. Warum man sich in Deutschland so schwer tut mit der Erinnerung an Rechtsterrorismus, darüber spreche ich mit dem Musiker, Autor und Moderator David Mayonga. Die Wiesn ist eigentlich immer als Kind ein Ort gewesen, der für mich was Besonderes war. Also ich bin mit meinem Opa immer hingegangen. So, es war immer so einmal auf die Wiesn am Nachmittag, dann gibt es einen Spaziergang. Dann gibt es das Warten vorm Löwenbräuzelt, bis der Löwe Löwenbräu sagt. Und dann gibt es einen kleinen Schluck aus seinem Bier und für mich ein Spezi. Und dann haben wir Händel gegessen oder irgendwas halt gegessen und dann ging es wieder nach Hause. Wie hast du damals das Oktoberfest-Attentat aufgenommen oder wie wurde in deiner Familie darüber gesprochen? Das erste Mal war es eben in der Mitte der 80er, wo ich das überhaupt als Kind so erfahren hatte, als es nochmal groß in den Medien war. Ich hatte total schrecklich gefunden, dass da eine Bombe explodiert und dann sterben da Menschen. Und dann weiß ich noch, dass wir, nachdem das wieder in den Medien war, da war ich auch mit meinem Opa auf der Wiesn und ich dachte so, weil ich wusste genau, es ist in einem Mülleimer, war die Bombe und für mich war jeder Mülleimer gefährlich. Und ich habe mich aber nicht getraut, das meinem Opa zu sagen, weil der so auch ganz normal da durchgegangen ist, aber für mich war das so an seiner Hand so, oh, da ist auch einer und das war für mich eine
spürbare, immanente Gefahr für das Mal auf jeden Fall. Obwohl ich so klein war. Wann ist dir klar geworden, dass das Oktoberfest-Attentat jetzt nicht eine Tat von einem einzelnen Verrückten war? Als ich diesen rechtsradikalen Hintergrund erfahren habe, da muss ich schon 20 gewesen sein, also in meinen 20ern gewesen sein. So, das war auf jeden Fall, ich hatte da auch mit meiner Mom dann drüber gesprochen, weil wir auch so diese Unmöglichkeit besprochen haben, dass es so lang gefühlt einfach kein Thema war. Meine Mutter hat es eh immer sehr als schwierig empfunden, wie sie so schön sagt und das leider häufig der Fall ist, dass die Justiz auf dem rechten Auge blind ist so, oder die Exekutive auch teilweise. Und ich habe das damals nicht so verstanden, ich dachte, das ist so ein Spruch, aber als ich dann auch jetzt in den letzten Jahren erfahren habe, was alles in der Aufarbeitung und in der Ermittlung zu dem Fall passiert ist, macht es absolut, ist es absolut Sinn, dass Leute Sachen vertuscht haben und Sachen, dass man bloß die Wogen glätten. Ne? David engagiert sich heute gegen Rechtsextremismus, zum Beispiel in seiner Musik. Er hat außerdem ein Buch über Rassismus geschrieben und macht Bildungsarbeit an Schulen. Wenn ich mich entscheide, gegen rechte Strukturen anzugehen, dann entscheide ich mich gleichzeitig für eine zukunftsfähige Gesellschaft einzustehen und für eine Zukunft zu arbeiten, ja, die zukunftsfähig ist. Es ist einfach an der Zeit, daran zu arbeiten, dass wir gemeinsam uns als Gesellschaft begreifen, am besten als Gesellschaft der Welt und auch merken, dass uns viele, viele Dinge hier ermöglichen, so bequem zu leben, weil woanders das Leiden ist. Und sich nur hier aufzuregen, wenn das Leiden an die Tür klopft, so, und dann zu sagen, mach die Grenzen zu schnell, das ist völliger Bullshit. Und das alles ist für mich mit dieser Bildungsarbeit zu erreichen. Dafür muss man hart arbeiten und zwar immer und immer wieder und aufstehen, wenn man etwas Menschenverachtendes hört, weil, wie gesagt, der Geist führt zu den Taten. Und es kann keiner sagen, dass, wenn der Geist erst das Wort nach draußen bringt, dann bringt er nach dem Wort auch die Tat. Und wenn er die Tat nicht selber bringt, ne, dann bringt er das Zulassen der Tat. Von der Politik wünsche ich mir, dass sie aufhört, auf dem rechten Auge blind zu sein, dass aufgehört wird, rechten Terror zu vertuschen, dass aufgehört wird, immer und immer wieder diese EinzeltäterInnen-Debatte auszupacken, weil es ist ein strukturelles Problem, es ist ein Problem von Netzwerken und diese Netzwerke müssen aufgebrochen und verhindert werden und da muss die Politik auch ihre Arbeit zuleisten. Für mich ist es wichtig, für die Erinnerung an das Oktoberfest-Attentat zu kämpfen, weil nicht nur das ein Angriff auf uns alle ist, sondern jeder rechte Terrorakt ist ein Angriff auf uns alle. Und wir müssen uns gemeinsam dem verschreiben, dass wir so etwas nie wieder passieren lassen. Und das können wir nur, wenn wir die Erinnerung wachhalten. Es ist wichtig, sich weiter daran zu erinnern, denn rechtsradikale Attentate haben jetzt mehrere stattgefunden. Und für mich ist es wichtig, dass die Täter gefasst und verurteilt werden. Und um zu verhindern, dass weiter solche Attentate geschehen können. Wünschen würde ich mir, dass, wenn der Wieseneinzug ist, dass hier am Denkmal gehalten wird, ein Kranz, ein Blumenstrauß abgelegt wird, dass jeder fragt, warum hält jetzt da der Oberbürgermeister und legt da was ab, was ist da passiert. Das wäre in meinen Augen eben das i-Tüpfelchen, dass man sagt, okay, jetzt ist es soweit, wir sind nicht vergessen worden.